Jetzt steht es 2 zu 0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Leonardo Bittencourt. Fürstner. Und jetzt ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Und den macht er nicht mit Kraft, sondern mit ganz viel Gefühl. Sehr gut platziert. Unten links geht der Ball ins Netz. Das war einfach. Und er hat den Ball. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Treiler. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Und er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Eckball gibt's. Risse. Flanke kommt, wird das eine Chance? Das wird nicht gefährlich, sie haben den Ball. Fürstner. Kreilach. Bobby Wood. Und nun ein Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Lehmann. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Kessel. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Fürstner. Er versucht's. Was für ein Tor! Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Souverän, er hat den Ball. Kessel. Schönheim. Reiler. Und er schießt. Super Einsatz vom Torhüter. Randy. Kevin Vogt. Lehmann. Vogt. Thiel. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Macht er ihn. Da hat er natürlich Zeit zum Nachdenken. Wohl zu viel Zeit, Buschi. Ja, das scheint so, Wolf. Er hatte da mehrere Optionen, aber wählt am Ende die falsche. Der Ball geht klar vorbei. Macht er ihn! Super gemacht vom Torwart! Mit Abstoß geht's weiter. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Schrebski. Randy. Geht er rein? Das wäre gefährlich. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche.
Bobby Wood. Fürstner. Er schießt. Da passt der Klasse auf. Das ist der Treffer. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Kevin Vogt. Und hier hat in Halbzeit 1 nur eine Mannschaft gespielt. 5:0 der Pausenstand. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Eine überragende Leistung von ihm bisher. 3 Tore in einem Durchgang. Das ist Wahnsinn. Sie kämpfen um den Ball. Und er schießt. Wie macht er den denn rein? Super durchgesetzt. Fürstner. Ein unfassbares Tor. Bobby Wood. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt können sie neu aufbauen. Und er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Eckball gibt's. Was für ein Tor. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Er schießt. Da passt der Klasse auf. Das ist der Treffer. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Er lässt den Gegner stehen. Da zieht er ab. Er macht den Ball nicht rein. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben.
das macht er gut, den Ball hält er fest. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Jetzt könnte der Pass kommen. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Olkowski. Risse. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Thiel. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Souverän, er hat den Ball. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Robbie Wood. Lehmann. Lehmann. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und jetzt haben sie den Ball. Thiel. Nicht gut vom Verteidiger. Den hält er super. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Und er schießt. Aus dem Angriff wird nichts. Jetzt gibt's Abstoß. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Robbie Wood. Fürstner. Brandy. Da ist der Ball weg. Schöne Flanke. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Schrebski. Fürstner. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Da verlieren sie den Ball. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Jetzt schießt er. Und da haben wir es. Das Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker.
Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Thiel. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Jannik Gerhardt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Fürstner. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Jannik Gerhardt. Da kommt der Schuss. Da hat einiges gefehlt bei diesem Abschluss. So kommen sie nicht mehr ran. Kreilach. Thiel. Muss Einwurf geben. Schönheim. Tolle Flanke. Und jetzt der Schuss. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Hector. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Da geht er gut dazwischen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt ein Schuss. Der Ball ist drin. Nichts zu machen für den Keeper. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Sieht total einfach aus in dieser Situation, aber entscheidend, man muss genau hier stehen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Thiel. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Volkowski. Souverän, er hat den Ball. Und nun ein Schuss. Und er trifft. Hoho, den macht er gut. Mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. So, und mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt. Das Ding ist gelaufen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Er steht gut und hat den Ball. Jetzt schießt er. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Der Pokaltraum lebt. Er lebt weiter. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Sie kämpfen um den Ball. Und er schießt. Wie macht er den denn rein? Super durchgesetzt. Fürstner. Ein unfassbares Tor. Er versucht. Für ein Tor. Geht er rein? Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Er macht tatsächlich sein 3. Tor heute. Wahnsinn. Er schießt. Da passt der Klasse auf. Das ist der Treffer. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Ganz wichtig, er hält den Ball fest.
Jetzt schießt er. Und da haben wir es, das Tor. Tolle Flanke. Und jetzt der Schuss. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Und jetzt ein Schuss. Der Ball ist drin. Nichts zu machen für den Keeper. Und nun ein Schuss. Und er trifft.